In der Schweiz gibt es 14 Porsche-Zentren. Das heißt, grundsätzlich kann man als Kunde in 14 verschiedenen Garagen Porsche kaufen. Das Spezielle an diesem Betrieb hier, dem Porsche-Zentrum Zug, ist, dass wir die einzige Niederlassung sind, wie man sagt, die dem Porsche-Konzern gehört. Die anderen 13 sind Franchise-Betriebe, wenn Sie so wollen. Das heißt, die gehören verschiedenen anderen Investoren. Und dieses hier ist wirklich eine Gesellschaft, die der Porsche AG gehört. Das heißt, wir haben direkten Zugang zum Werk. Das hat verschiedene Vorteile. Abgesehen vom Know-how, den wir natürlich direkt vom Werk bekommen, haben wir hier zwei Labels, nämlich zum einen das Classic-Partner-Konzept, wo wir also für die Oldtimer die höchste Kompetenzstufe haben. Und zum zweiten das Thema Exclusive Flagship Dealership, wo wir also für die ganz exklusiven Individualisierungsmöglichkeiten an unseren Fahrzeugen auch dieses Label genießen, dass wir hier die Fahrzeuge bis ins letzte Detail nach dem Motto Most Personal individualisieren und konfigurieren können. Was ist so Ihr Lieblingsmodell oder die zwei Lieblingsmodelle von Porsche? Gut, dass Sie zwei sagen, weil ich würde genau zwei auch antworten wollen. Das eine ist das Fahrzeug für jeden Tag. Als Geschäftswagen sozusagen, was ich täglich nutze, was ich auch mit der Familie nutze. Und da muss ich ganz klar sagen, der Panamera. Der Panamera als unsere Luxuslimousine im relativ großen 5-Meter-Format, 4 Türen, 4 Sitze, ist einfach ein absolut überlegenes Fahrzeug. Als Panamera Turbo, auch noch mit 550 PS, sehr, sehr gut motorisiert und ist für mich so die beste Synthese aus Sportwagen und Platz- und Raumauto. Und fürs Wochenende ganz klar ein sportlicher 911 GT3 oder GT3 RS. Irgendwas, was für die Rennstrecke auch gemacht ist, wo man richtig Spaß haben kann beim Fahren. Das sind eigentlich so diese beiden Modelle, Panamera und 911 GT3, die mir persönlich am besten gefallen. Also der GT2 RS, der ja erst seit wenigen Tagen käuflich zu erwerben ist, wie Sie richtig sagen, der wird natürlich auch seinen Weg in die Schweiz finden. Stand heute wissen wir als Garage hier noch nicht genau, wie viele wir bekommen werden an Quotenzuteilungen. Oder wir wissen auch noch nicht, wie viele in Summe in die Schweiz kommen. Aber das werden sicherlich einige Dutzend sein, sodass auch wir hier in Zug unseren Sportwagen-Aficionados den GT2 RS anbieten können und natürlich auch verkaufen können. Aber es wird wie so häufig bei diesen Hot Cars, wie wir sagen, so sein, dass die Nachfrage größer ist als das Angebot. Das heißt, auch beim GT2 RS wird es einige Interessenten geben, die das Auto nicht bekommen werden. Das ist auf jeden Fall so. Ich bin relativ zuversichtlich, dass wir den Kunden, die uns treu sind, durchaus einen zuteilen können. Thank you.